Hallo, liebe Zuschauer, ich grüße euch ganz herzlich zu einer neuen Serie, die heute beginnt. Heute machen wir nur eine kleine Einführung. Und zwar heißt die Serie Wildes Grün. Es geht in der Hauptsache um Kräuter, aber eventuell auch um Pilze oder ähnliche Geschichten. Und das mache ich zusammen mit der ganz wunderbaren Yvonne Schreiner. Hallo, Yvonne. Grüß dich, Peter. Hallo, liebe Zuschauer. Es geht los nach dem Jingle. Bis gleich. Liebe Zuschauer, bevor wir da jetzt ins Eingemachte gehen, möchte die Yvonne einmal etwas zu dieser Sendung sagen. Das heißt, was wollen wir damit? Oder was wollen wir damit vielleicht nicht, Yvonne? Ja, zunächst einmal herzlich willkommen zu unserer neuen Sendung. Und wir wollen gleich einmal vorwegnehmen, dass es hier nicht darum geht, irgendwelche Heilversprechen zu machen. Wenn ihr Fragen habt bezüglich Verträglichkeiten, bitte an euren Arzt oder Apotheker des Vertrauens wenden. Wir persönlich übernehmen natürlich keine Haftung, falls irgendetwas da draußen passiert. Wir gehen von Selbstverantwortung und Selbstbestimmtheit aus. Danke. Genau, das ist ganz wichtig. Nehmt euch das bitte zu Herzen. Wir geben hier keine medizinischen Empfehlungen oder sowas, sondern erzählen einfach nur von unseren Erfahrungen oder was man sich so angelesen hat. Yvonne, heute machen wir die Einführung sozusagen. Mir fällt ein, Einführung ohne, also wir wollen uns jetzt heute nicht mit bestimmten Kräutern befassen, sondern wie gehen wir damit um? Wie deuten wir das? Wie gehen wir mit den Kräutern um, wenn wir sie geerntet haben, etc.? Ich denke, das wäre erstmal ein ganz guter Einstieg. Ja, vielleicht könnten wir mal etwas Persönliches erzählen. Wie sind wir eigentlich auf dieses Thema gekommen oder was haben wir beide für einen Bezug dazu? Ich persönlich, ich habe das ja gelernt. Es ist eigentlich mein Lehrberuf. Ich bin von Berufsbild her pharmazeutisch-kaufmännische Assistentin. Und habe mich eigentlich während meiner Lehrzeit beziehungsweise meiner Zeit in der Apotheke vor allem für den natürlichen Weg entschieden. Das heißt, mit Homöopathie beschäftigt, mit Heilpflanzen, deren Anwendung und natürlich, wie man das zubereitet. Das heißt, wie ich Salben machen kann, Tinkturen ersetzen, Homöopathie. Und natürlich auch verschiedene Teemischungen für diverse Zipperlein zusammenzuwischen. Ja, das ist eigentlich mein Bezug dazu. Zusätzlich natürlich von klein auf habe ich meine ja, Mutter, Großmutter, meine Tante in den Wald und auf die Wiese begleitet und bin natürlich ja, ein Kind der Natur und damit aufgewachsen. Für mich war das eigentlich immer selbstverständlich zu wissen, wie die Kräuter heißen, vor allem auch im alten Volksmund. Und damit bin ich eigentlich auch groß geworden. Meine Oma zum Beispiel hat immer noch gerne Tee gemacht aus verschiedenen Wildkräutern. Und später dann, als ich dann auf der, ja, oder an der Universität gelandet bin, habe ich mich im Besonderen auch gerne in Vorlesungen hineingesetzt, worum es um Botanik gegangen ist und um Ethnobotanik, vor allem auch was mit unserem Altvorderen zu tun hat, wozu die die Pflanzen verwendet haben. Und ich hatte auch mal das Glück, eine Kräuterwanderung mit Wolf-Dieter Stordel zu machen, als er an der Universität vorsprechig war.
Wie ist das mit dir, Peter? Ja, ich habe es nicht so mit den Kräutern gehabt bisher, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich habe jetzt angefangen, tatsächlich mich teemäßig damit zu beschäftigen. Habe also diverse Tees jetzt im Regal in der Küche und brühe mir da mit so einem kleinen Tee-Ei eben Kräuterchen auf. Ich habe Erfahrung natürlich als Kind gehabt. Wir haben einen sehr großen Garten gehabt. Und heute stelle ich fest, dass das, was wir damals als Unkraut ausreißen mussten und auf den Kompost geworfen haben, eigentlich durchweg alles Heilkräuter waren, die man durchaus hätte auch verwenden können, ob im Salat oder als Tee oder sonst wie, was ich sehr, sehr schade finde. Ne, aber es war, ich bin ein Kind der 60er Jahre, da war das eben noch nicht so. Da wurde dann auch übelste Chemikalien versprüht, um dieser Wildkräuter oder Unkräuter, wie wir damals sagten, Herr zu werden. Das ist natürlich ja, sehr bedauerlich. Ne? Mittlerweile sehe ich das ganz anders. Für mich gibt es kein Unkraut. Es ist ein Unwort im wahrsten Sinne. Für mich gibt es eigentlich nur wildes Grün. Und fast, ich würde sagen, 99% jeglichen Grüns hat irgendeinen, kann irgendeinen guten Zweck auch eben für den Menschen haben. Also mir fällt spontan auch kaum etwas ein, was jetzt nicht gut wäre. Natürlich gibt es auch Pflanzen, die Gifte enthalten. Es gibt zum Beispiel diese beliebteste Zimmerpflanze der Deutschen. Das ist so eine, ich weiß gar nicht, wie sie heißt. Aber die hat ziemlich große ovale Blätter und ist meistens grün-weiß gestreift. Kennt eigentlich jeder, jeder schon mal gesehen. Ein Blatt davon unter den Salat und die ganze Familie wäre dahin. Natürlich gibt es sowas. Oder es gibt auch welche mit Wolfsmilch, die man nicht unbedingt benutzen sollte. Aber im Grunde ist auch bei Giftpflanzen immer etwas dabei, was in winzigen Dosen dann doch irgendetwas bewirken kann. Ja, das also soweit so meine Erfahrung damit. Wie ihr seht, so groß sind die nicht. Aber ich kann ja dazu lernen, dafür habe ich ja die Yvonne da. Ja, schön, dass du das gerade angesprochen hast. Bei mir in der Apotheke haben wir eigentlich immer diesen Satz gelernt, nicht von Paracelsus, die Dosis macht das Gift. Ganz Es gibt genau. eigentlich nichts Ungiftiges oder es gibt nichts Giftiges. Es kommt immer auf die Dosierung drauf an. Und das ist auch etwas, was mir in der Arzneikunde vor allem im Umgang mit Kräutern oder mit Homöopathie, wenn man denkt, ja auch die Tollkirsche wird in der Homöopathie ja verwendet, allgegenwärtig ist. Und auch der Apotheker arbeitet ja mit Giftpflanzen im herkömmlichen Sinne auch, ja. Und ich kann mich an meine Ausbildung erinnern, da sind diese Arzneien, also diese Rohstoffe, immer gesondert aufbewahrt worden. Und alles andere war eigentlich für uns Mitarbeiter immer frei zugänglich und frei in Verwendung. Das sind schon ganz besondere Stoffe. Ja, was kann ich noch erzählen? Du hast es auch angesprochen, die Küche. Die Küche wird uns vielleicht in dieser Reihe auch begleiten, immer wieder. Und zwar wollen wir mit euch auch diverse Rezepte teilen. Und ich bin da selber immer noch ein bisschen im Herumexperimentieren und ja, versuche immer so etwas Neues dazu zu lernen, auch für mich selber. Ich bin zum Beispiel noch aufgewachsen, wie man selber Butter macht, Kräuterbutter, Hustensaft, Brustbalsam für Kleinkinder oder für Erwachsene, wie man sich helfen kann, gewisse Salben für Rheuma oder Gicht anzurühren. Und wenn man Arthrose hat zum Beispiel auch, ja, oder leichte Schnittwunden. Und ich möchte euch auch ein bisschen etwas über die Signaturenlehre der Pflanzen weitergeben. Zum Beispiel gibt es immer so gewisse Blattformen, wenn ein Blatt zum Beispiel nierenförmig ist,
dann sagt uns das schon, dass diese Pflanze in weiteren Sinne mit der Niere zu tun hat. Oder die Farbe gelb, ne? Viele diese Blütenpflanzen haben ja auch diese Farbe der Blüten haben ja auch eine besondere Bedeutung. Zum Beispiel rote Pflanzen oder so ins Rosa gehende sind eher mehr für Herz-Kreislauf-Pflanzen. Gelb ist eher mehr für die Säfte, also für die Leber, die Niere, Gallenfluss und für den Magen-Darm-Trakt sehr gut. Und weiße Pflanzen, denen wird immer so etwas ja mit Psycho, dass sie psychogene Stoffe enthalten, auch sehr für hormonelle Sachen geeignet sind oder aber auch antiviral wirken. Das heißt, natürliches Antibiotikum sind. Und was uns auch begleiten wird in dieser Reihe ist, ihr, wenn ich verschiedene Pflanzen vorstelle oder unsere Gäste Pflanzen vorstellen, ihr werdet bald merken, dass es sehr viele Pflanzen gibt, die ähnlich sind, die ähnliche Inhaltsstoffe haben, die ähnlich verwendet werden. Allerdings muss ich dazu sagen, nicht jeder Mensch ist auf eine bestimmte Pflanze geeicht oder eine Pflanze wirkt nicht im Besonderen auf einen bestimmten Menschen. Wir Menschen sind alle verschieden. Und wer sich einmal mit der Medizin von Paracelsus auseinandergesetzt hat oder mit der Hildegard von Bingen Medizin, der weiß auch, dass Pflanzen im Speziellen auch mit unseren Sternen zusammenhängen, mit unserem Planeten, dass es Pflanzen gibt mit Jupiterkräften, für einen Saturntyp oder für einen Mondtyp geeignet sind. Und je nachdem, wie du geboren bist, an welchem Tag, welches Sternzeichen du hast, wie du aufgebaut bist in deiner, ich sage, mit einer Mentalität, wirkt eine andere Pflanze auf dich. Es kann zum Beispiel sein, ich gebe jetzt einmal ein Beispiel, dass jemand, der Herz-Kreislauf-Probleme hat, wahnsinnig gut zurechtkommt mit den Weißdorn. Ja? Für den ist das die ultimative Heilpflanze. Ein anderer jedoch hat mit dem Weißdorn aber Probleme. Der bekommt vielleicht Herzklopfen oder es drückt den Blutdruck zu sehr hinunter oder zu sehr hinauf. Der muss dann weiterschauen in der Gruppe der Herz-Kreislauf-Pflanzen, was ist für ihn die richtige Pflanze? Und wenn man die dann gefunden hat, das ist ähnlich wie dann in der Homöopathie. In der Homöopathie gibt es auch immer ein Mittel, das die Basis herstellt. Und dann natürlich schaut man immer, welches als homöopathische Mittel dann für denjenigen greift. Und das ist ja auch das Spannende an der Naturmedizin. Genauso vielfältig wie die Lebewesen da draußen sind, so vielfältig ist ja auch der Garten draußen vor der Haustür oder ich sage immer Gottes Garten. Und die richtige Pflanze mit den richtigen Lebewesen zusammen kann unglaublich Großes bewirken. Ja. Yvonne, nun ist es ja so, dass wir nicht jede Pflanze übers ganze Jahr ernten können oder in der Natur finden. Wir werden es dann auch so gestalten, dass wir sagen, okay, zu dieser Jahreszeit gerade findest du aktuell diese und jene Pflanze, die dieses oder jenes bewirken kann. Das ist sehr wichtig, weil auch der menschliche Organismus ja in den verschiedenen Jahreszeiten sehr unterschiedliche Bedürfnisse hat. Und ich denke mal, dass die Natur so intelligent ist, dass sie uns genau zur richtigen Zeit die richtigen Pflanzen serviert. Stimmst du mir dazu? Da stimme ich dir hundertprozentig zu. Ich gehe sogar ein bisschen weiter. Vielleicht hat einer da draußen schon mal den Begriff gehört der Ruderalpflanzen. Ruderalpflanzen sind Pflanzen, die sich dem Menschen quasi aufdrängen. Die wissen, dass hier im Haus ein Problem herrscht und die richtige Pflanze oder das Heilmittel
inkarniert schon in deinen Garten oder in deinen Vorgarten oder in der unmittelbaren Nähe von deinem Haus, wo du dich befindest, und zeigt schon aus, hallo, hier bin ich. Ja, du musst mich musst du verwenden, denn ich bin da, um dir zu helfen. Und Ja. das ist auch das Wunderbare an der Ja. Pflanze. Ja, die Pflanze folgt ja uns quasi und will ja, dass wir sie verwenden. Yvonne, da kann ich dir ein sehr schönes Anekdötchen erzählen. Ich hatte mir letztes Jahr, der eine oder andere treue Zuschauer hat es vielleicht mitbekommen, mir eine kleine Salmonellenvergiftung zugezogen. Und als ich dann draußen saß, bemerkte ich, also ich habe das dann auf natürlicher Basis, ne? Versucht zu bekämpfen, nicht mit Antibiotika, sondern mit Probiotika. Das hat auch sehr gut funktioniert. Und jetzt darfst du einmal raten, was dann hier draußen, wo ich immer sitze, plötzlich aus jeder Steinritze und Wegesritze hervorgesprießt kam. Na, Lö. es war ein Löwenzahn Der mehr, wollte ich gerade ein sagen. Löwenzahn mehr um mich herum. Gar nicht hinterhergekommen, das sozusagen zu ernten. Habe es allerdings nicht verwendet, weil wir hier zu viele Hunde haben. Und die strullern leider immer hier genau dahin, wo die halt standen. Ich habe es mir dann unten von der Wiese geholt. Aber ich fand es das erstaunlich, dass ausgerechnet im letzten Jahr so eine Schwemme an Löwenzahn da war. Bei Löwenzahn geht es einfach um die Bitterstoffe der Blätter. Einfach zu einem Salat zwei, drei Blätter dazu schnippeln und dein Magen freut sich. Dein Darm freut sich. Ja, weil genau das die Bitterstoffe sind, die die Darmflora wieder aufbauen und die unschöne Sachen ausspülen und so weiter. Also ich fand es sehr, ich war ganz erschrocken von der Deutlichkeit von dem, was du gerade erzählt hast. Ja, das ist ja auch das Faszinierende daran, wenn wir im Frühjahr also diese gelben Löwenzahnblüten überall sehen, dann sind wir ja direkt angehalten, das zu essen. Ja. Und der Löwenzahn hat ja nicht nur diese Bitterstoffe, sondern und diese Wirkung. Man muss auch erklären, die Bitterstoffe sind ja wichtig für unser Verdauungssystem. Es regt den Gallenfluss an und hilft uns eigentlich, ich sage mal, die Fettverdauung, ja, wieder in Gang zu setzen. Was der Löwenzahn noch tut, er ist unglaublich, wenn es darum geht, auch den Körper zu entgiften. Und gerade jetzt im Februar, wo schon langsam alles da draußen anfängt zu sprießen, ist das Allerbeste, Hausputz für den Körper zu machen. Das heißt, gerade die ganz kleinen Blätter, ja, die jetzt rausschauen, sollte man ernten und entweder in einen Smoothie oder als Suppe oder als Tee ganz frisch oder gleich direkt essen. Ja, ich bin immer so ein Fan von direkt essen, dort, wo man die Pflanze findet. Rohköstler machen das eigentlich immer, wenn sie unterwegs sind. Und diese Stoffe, die jetzt in diesen kleinen Pflanzentrieben drinnen sind, helfen uns eigentlich, das, was wir den ganzen Winter an Schlackenstoffen im Körper Ja. gespeichert haben, auszuscheiden. Ja. Ja. Also ich ganz kurz nur, also ich bevorzuge es ja, ich esse unheimlich gerne eine sehr deutlich schmeckende Salami. Oder ich bin auch ein großer Käsefan. Und ich liebe es, mir Blätter unter den Aufschnitt sozusagen, unter den Käse zu legen auf dem Brot, ja. Das finde ich immer ganz, ganz herrlich. Weil dieser es gibt da schon auch einen bitteren Geschmack, den ich vielleicht nicht jeder so mag. Ja, ist dem einen oder anderen vielleicht zu viel. Aber wenn du da etwas sehr Würziges dazu nimmst, dann fällt das gar nicht mehr auf. Ja, also ist es bei Salami so, wenn die ein bisschen schärfer ist. Oder eben auch bei Käse, wenn der sehr geschmackvoll ist, dann fällt dir das gar nicht weiter auf. Und du musst ja jetzt nicht irgendwie ein halbes Kilo drunter legen, ne? Es reicht ja. Wenn du da zwei, drei, vier Blätter drunter legst, dann ist das schon, also für mich schon genug.
Also so habe ich mir das dann auch schmackhafter gemacht, ne? Ja, In einem ich kann gemischten noch Salat einen Tipp ist geben. das, ja, im gemischten Salat ist das wieder was anderes. Da fällt das im Grunde gar nicht großartig auf. Ja, ein weiterer Tipp ist, man kann zum Beispiel Soßen oder Aufstriche machen, die ein bisschen süßlicher sind, wenn man die Ja. Bitterstoffe nicht Oder mag, ja. auch Schärfe, ne? Oder auch, wenn man sich die Bitterpflanzen in einen Salat abmacht, die Marinade mit Honig Ja, süßen, ja. ja, dann hat das Ganze einen anderen Geschmack. Ja. Und natürlich auch noch den positiven Effekt des Honigs dabei, ne, der ja Ganz genau. ein bisschen antiviral wirkt. Dann hat man eigentlich den Hausputz dann gleich noch mal ein bisschen verstärkt im Körper. Was man auch tun kann, ist, wenn man Bitterstoffe, ja, ich sage immer, es ist immer schwierig, Bitterstoffe kleinen Kindern zu geben oder Leute, die da ein bisschen empfindlicher sind auf Bittergeschmack im Mund, zusammen mit einem Löffel Honig einnehmen. Ja, wenn man sich diese Pflanzen als Tinktur ansetzen möchte und man tropfelt sich da, ich weiß nicht, 5 oder 10 Tropfen auf einen Löffel, immer zusammen mit Honig oder mit etwas Süßem, zum Beispiel auch ein Apfel oder ein Stück Birne hineinbeißen, ja, dann wirkt das Ganze gleich ganz anders. Genau. Yvonne, wir hatten noch jemanden eingeladen für heute. Der hatte auch so teilweise zugesagt, und zwar ist das der Markus, der ja schon mal bei uns zu Gast war. Es kann also sein, dass er sich da mittendrin noch einklingt, weil er ist auf einer Rückreise und weil wusste nicht ganz genau, ob er das terminlich schafft. Ich habe ihm einfach einen Link geschickt. Es kann also gut sein, liebe Zuschauer, dass er sich jetzt plötzlich noch einklingt und da ist. Es kann aber auch sein, dass das alles zu spät wird für ihn und er gar nicht dabei ist. Aber wir haben schon geplant, in der nächsten Sendung wird er auf jeden Fall dabei sein. Mit ihm machen wir dann auch wenn es jetzt wildes Grün und mehr oder weniger um Kräuter geht, eine Sondersendung im Rahmen dieses wilden Grüns über Pilze. Weil mich interessiert das auch sehr. Ich habe da überhaupt gar keine Ahnung. Also bis auf Champignons und Fliegenpilz, da hört es bei mir auch schon fast auf. Dabei sind Bei Pilze mir ganz, geht's da ja, ähnlich. dabei sind Pilze so toll, alleine die Ja. Namen, ja. Der grummelige Grünling und der schnalzige Schnulzling und wie die so heißen, es ist einfach nur der Hit. Ich liebe es und da freue ich mich schon sehr drauf. Also, das ist schon mal eine Ankündigung für die Zukunft. Das ist der einzige Ausflug, den wir machen, weg von den Kräutern. Das soll halt der Schwerpunkt der Geschichte sein. Gut, Yvonne, wir wollten diese Sendung auch gar nicht so lange machen heute. Wir wollten sozusagen nur eine kleine Einführung machen. Fällt dir jetzt noch was ein, was wir so allgemein dazu sagen könnten? Ich möchte gerne vielleicht noch sagen, was euch erwartet. Ja. Das Super. wäre vielleicht ganz interessant. Und zwar, mir ist es ein Anliegen, euch nicht jetzt zuzubombardieren mit möglichst vielen Pflanzen, weil mehr als 2, 3 Stück merkt man sich ja sowieso nicht, sage ich immer. Das weiß ich von meiner eigenen Ausbildung. Ich weiß noch, ich musste in 10 Wochen Berufsschule an die 100 Pflanzen auswendig lernen. Und das war für mich schon ziemlich hart, die zu erkennen, auseinanderzuhalten und mit ihren Inhaltsstoffen zuzuordnen. Und ich habe das so gemacht, dass ich mir immer jedes Jahr vorgenommen habe, also für jedes Monat, da tauchen ja immer neue Pflanzen auf. Ich nehme mir 2, 3 her, da gehe ich raus und suche die aktiv und beschäftige mich ganz intensiv nur mit diesen Hausnummer 3 Pflanzen. Und so habe ich eigentlich für Jahr mehr und mehr dazugelernt und das Spektrum erweitert. Und wenn ich heute unterwegs bin, im Wald und Wiese, viele Freunde finden das immer so faszinierend. Und ich sehe da ein Labkraut oder einen Schafgarbe, jetzt nenne ich mal ein paar gängigere Begriffe, oder die Wegwarte stehen oder den Baldrian.
oder das Miedesüß und so weiter, dann wusste ich natürlich immer gleich, was zu erzählen, ja, oder wofür man das verwendet. Es gibt natürlich dann auch Heilkräuter, die man nicht so kennt, ja. Vielleicht kennt der eine oder der andere nicht den Gundermann, die Gundelrebe, oder das Schaboxkraut oder die Vogelmiere, ja. Obwohl das jetzt Kräuter sind, die jetzt im Februar schon ihre Fühler nach oben strecken und geerntet und gegessen werden wollen. Und so habe ich mich eigentlich immer langsam vorangetastet. Und das haben wir eigentlich auch mit euch vor. Wir werden euch immer langsam Pflanzen vorstellen, auch vorstellen, was ihr damit machen könnt, wie ihr das nutzen könnt. Hin und wieder werde ich euch ja mal ein bisschen etwas aus der Apotheker-Trickkiste zeigen. Zum Beispiel, wie man einen Ölauszug macht, eine Tinktur ansetzt, eine Salbe anrührt oder einen Brustbalsam macht für Kinder. Und dann wollen wir euch natürlich auch ein paar Köstlichkeiten zeigen, was man daraus kochen, backen kann, ja, wie man das weiterverwerten kann. Und ich vor allem, ich bin ja wahnsinnig begeistert von Räuchern. Ich beräuchere leidenschaftlich gern. Peter weiß das. Und ich mache mir meine Räuchermedizin und meine Mischungen eigentlich alles selber. Ich kaufe eigentlich sehr wenig. Nur das, was ich nicht finden kann im Wald, wird eigentlich dazu gekauft. Und was ich euch auch noch zeigen möchte oder vorstellen möchte, sind unsere einheimischen Bäume und Sträucher. Denn auch die haben eine große Heilwirkung. Und vielleicht hat der eine oder der andere schon mal etwas davon gehört, dass man auch Teile des Baumes essen kann. Und deswegen haben wir unsere Sendung auch Wildes Grün genannt, weil es eben ein ganzes Spektrum der Heilpflanzen abdecken soll. Und wie ich eingangs schon erwähnt habe, hatte ich ja mal das Glück, mit Wolf-Dieter Stoerl zu gehen. Und ich bin immer so fasziniert von seinen Geschichten, von den Märchen, von den Altvorderen. Wie haben die das verwendet? Was hat das für eine Bedeutung? Zum Beispiel der Haselstrauch oder der Holunder oder ja, es gibt so viele Pflanzen, was man jetzt nennen könnte, ja. Auch die Schlehe oder der Rosenstrauch, wenn wir an Schneeweißchen und Rosenrot denken, ja, an unsere Märchen, da ein bisschen etwas mit einfließen zu lassen, was das eigentlich mit unseren Altvorderen zu tun hat, wie die das noch gesehen haben oder damit gearbeitet haben. Und ich habe ja voriges Jahr einen kleinen Selbstversuch gemacht, nämlich auf meinem persönlichen Acker. Und ich habe auch vor, euch ein bisschen etwas über Bodenbeschaffenheit zu erzählen, wer zu Hause vielleicht selber gärtnern möchte. Wie kann man natürlich düngen? Wie kann man Pflanzen bestmöglichst ansehen? Wie kann man sie am besten piktieren und so weiter, dass man viele Erträge hat. Und das hilft natürlich alles mit, das Leben ein bisschen, ich sage mal, eigenständiger und selbstbestimmter zu gestalten. Liebe Zuschauer, das sind natürlich unheimlich viele Informationen jetzt gerade auf einmal. Seid getrost, wir werden bei jedem Video Rezepte, wichtige Informationen und so weiter als Info unten unter das Video setzen, sodass ihr das jederzeit nachvollziehen könnt, beziehungsweise euch auch rauskopieren könnt in einen Ordner, wo ihr das vielleicht sammelt. Wir werden jetzt auch nicht in einer Sendung 20 Kräuter oder irgendwelche anderes Grün uns vornehmen, sondern es geht immer nur um zwei, drei, maximal vier verschiedene Sachen und die dann aber wirklich bis ins Eingemachte. Also da geht es dann wirklich ja allumfänglich Informationen über diese drei oder vier Pflanzen. Es wird immer übersichtlich bleiben, wenn es darum geht, dass uns die
Yvonne zeigt, wie man die Tees zum Beispiel macht, wie man die zum Kochen verwendet. Das sind dann im Endeffekt immer Sondersendungen, ja, wo wir da uns dann einfach diese Themen nochmal im Speziellen rausgreifen und euch das möglichst allumfänglich versuchen näher zu bringen. Also keine Angst, es wird nicht irgendwie schulisch oder ähnlich, sondern es wird alles nachvollziehbar. Wir wollen euch ja mitnehmen. Genau. So, ihr Lieben, dabei belassen wir es mal für heute. Und ja, ich freue mich sehr. In der nächsten Sendung wird der Markus dabei sein, wenn ihr wieder dabei sein wollt. Ich freue mich, Yvonne freut sich. Ja, und wir sind ganz gespannt, wie das angenommen wird. Für heute sagen wir Tschüss von hier aus dem satten Grün. Ihr seht, es ist ein Frühlingshintergrund heute. Ja, die ersten Blüher sind da, die ersten Blätter an den Bäumen sind da. Ja, da freuen wir uns, was in der nächsten Sendung, in der ersten Sendung dann sozusagen, was wir da als Kräuter als erstes nehmen oder Grünzeug. Wir werden uns natürlich daran halten, was jetzt gerade frisch zu ernten ist und sozusagen sofort auf den Tisch kann. Yvonne, danke nochmal für deine Ausführung. Gerne. Und ich freue mich auf unsere erste Sendung. Ja, ich auch. Ich bin schon sehr gespannt. Liebe Zuschauer, das war's. Auf bald. Einen schönen Abend noch und tschüss. Ciao. Bezüglich also einer neuen Serie, bei der es um Kräuter geht. Wie wollen wir die überhaupt nennen? Kräuterhexen. Kräuterhexen einmal eins. Einfach ganz, es muss ja nichts Spektakuläres sein. Heimische Kräuter. Heimische. Oh. Das Wort heimisch sowieso schön. Oh, ja. Ja. Ins Kraut geschlagen. Heimisches Kräuter einmal eins. Ja, das klingt jetzt. Peter und Yvonnes Hexenküche. Für den kleinen Kiefer um die Ecke. Gibt es nicht irgend so ein Sprichwort ins Kraut geschlagen oder irgendwie gibt es doch. Wartechen. Heimische Kräuterkunde. Klingt auch so hausbacken. Wie heißt denn Kräuter auf Englisch? Herbs. Herbs. Auch scheiße. Die Kräuter in die Kräuter auf Flur und Wiesen. Unsere Kräuter auf Flur und Wiesen. Unkraut versus Heilkraut. Ja kein Gegensatz. Sind ja alles Heilkräuter. Heimisches Kräuterwissen. Oder Unkraut? Fragezeichen, Heilkraut? Rufzeichen. Auch ein bisschen zu wumpelig, ne? Nee, das ist ein bisschen so banal. Wie hast du vorher gesagt, banal? Kräuterhexe, fertig.
Mir gefällt das von Goethe, das Kräuterhex, wie heißt das Hexeneinmaleins? Kennst du das nicht von Goethe, das Hexeneinmaleins? Warte, ich schau mal. Heimische Wildpflanzen und ihre Verwendung. Ja, dann einfach Wildpflanzen. Als Titel, weil diese bla 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 bla, da müsst ihr keinen Roman in den Titel packen. Aber Wildpflanzen finde ich auch geil. Und jetzt packt das Wort heimische Wildpflanzen dazu. Oder eine Reise durch unsere heimischen Wildpflanzen. Keine Ahnung. Ich finde den Buchtitel von diesem Kochbuch hier genial. Wildes Grün. Wildes Grün ist auch geil. Ja, wildes Grün. Wildes Grün. Ja, wildes Grün finde ich geil. Weil heimische Wildpflanzen, das klingt irgendwie so, nee. Spaß mit Flaggen. Nein, wildes Grün ist absolut geil. Wildes Grün, ja. Genau, das nehmen wir. Wildes Grün. Das Video hat dir gefallen? Kommentieren, abonnieren, liken. Danke.